Hallihallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es handelt sich unschwer zu erkennen weder um Persona 5 noch um Monster Hunter World. Und das hat einen vor allem für mich extrem traurigen Grund. Mein Laptop hat leider fast das Zeitliche gesegnet, fast. Es gibt da wohl einen größeren technischen Defekt, der es notwendig gemacht hat, meinen Laptop in die Reparatur zu geben, weswegen ich jetzt angewiesen bin auf dieses Ersatzgerät, das leider nicht mehr ganz auf der Höhe des aktuellen technischen Fortschritts steht. Und ohne euch jetzt mit Details langweilen zu wollen, es ist leider so, dass es hier völlig unmöglich ist, YouTube-mäßig so weiterzumachen wie mit meinem richtigen Laptop, also mit meinem guten Laptop. Ja, und das noch geilere ist, es dauert jetzt noch mindestens, wurde mir zumindest gesagt, ungefähr eine Woche, bis ich Bescheid kriege. Das ist aber, also, ob was überhaupt ist, dann kriege ich einen Kostenvoranschlag. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die sagen mir, es gibt nichts mehr zu machen oder die Reparatur ist zu teuer. Dann kaufe ich mir einen neuen Laptop und kann dann schon nächstes Wochenende oder quasi kurz nach Erhalt dieses neuen Laptops und Installation aller nötigen Programme weitermachen mit Let's Plays. Wenn ich es doch reparieren lasse, dauert das dann noch länger. Also es ist gerade ein kleines bisschen scheiße. Ich kann euch echt sagen, ich finde ganz allgemein meine Lebenssituation gerade so richtig schön zum Kotzen. Yeah, Motivation und Optimismus, geil. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel und verlasst jetzt fluchtartig meinen Kanal, weil die bisherigen Let's Plays nicht so weitergehen. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, dass ich es nicht ertragen könnte, gar nichts hochzuladen. Also, ja, ich habe jetzt, glaube ich, zwei Tage oder fast zwei Tage am Sonntag die Folge Monster Hunter ist ausgefallen. Die kommt wahrscheinlich auch nicht mehr, weil ich die nicht mehr sichern konnte. Das ging dann alles doch ein bisschen schnell mit dem Kaputtgehen. Und die, ja, deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich die nochmal hochlade, was schade ist, weil ich fand die recht gut gelungen. Ich versuch's mal, ob ich es jetzt heute noch am Montag rausbringen kann. Das Video hier, es wird nicht so lang, das kann ich euch garantieren. Naja, so, jetzt habe ich aber genug hier vorher deprimierendes Zeug gelabert. Also wie gesagt, ne, es wird jetzt leider so sein, die nächsten paar Wochen kommen erstmal keine Videos zu den üblichen Let's Plays. Aber ich versuche ein bisschen was an Ersatz aufzutreiben. Aber ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt schaffen werde, jeden Tag ein Video aufzunehmen. Mal gucken. Ist halt einfach sau doof gerade. Könnt ihr mir glauben, trifft mich sehr hart gerade die Situation. Aber naja, so, damit wir jetzt doch was ein bisschen was hier machen in diesem Video und nicht bloß rumjammern. Ich habe jetzt einfach mal geguckt, auf der Suche nach einem Ersatz in meiner Steam-Bibliothek, ob sich da irgendwo ein Spiel findet, was ich auf meinem Ersatz-Laptop, beziehungsweise es ist ein Rechen, es handelt sich hier nicht direkt um einen Laptop, es ist ein Rechenschieber aus dem Jahre 2000 vor Christus. Ich rede schon wieder Quatsch. Es ist also wirklich, es ist kein guter Laptop, deswegen laufen viele Spiele hier drauf nicht, zum Beispiel Overwatch, Dead by Daylight kann ich komplett vergessen. Und da bin ich auf ein Spiel gestoßen, was ich schon vor einer ganzen Weile mal gespielt habe und sehr, sehr gemocht habe. Es ist ein sehr spezielles Spiel, und zwar The Stanley Parable. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr das Spiel kennt. Das Spiel ist, wie gesagt, schon eine Weile draußen. Ich hoffe, dass ihr es noch nicht kennt, weil, sonst würde es für euch keinen Sinn machen, dieses Video zu gucken. Aber wenn ihr es noch nicht kennt, dann bleibt doch mal dran. Es ist nämlich ein sehr spezielles Spiel. Ich bin hier immer noch in den Optionen, habe gerade die Auflösung ein bisschen angepasst. Es handelt sich hier um ein Spiel, es ist kein Spiel, wo man wirklich aktiv was macht. Es ist kein Shooter, es ist kein Strategiespiel, sondern es ist eher so ein Spiel der Marke. Es gibt auch keine Rätsel oder so, sondern es ist eher so ein Spiel, ich laufe hier durch und guck mir an, was hier so alles passiert. Und das Schöne daran ist, es gibt einen Erzähler, es ist leider die Sprachausgabe auf Englisch. Ich guck mal ganz kurz, sind hier die Untertitel eingestellt. Die Untertitel stelle ich jetzt hier mal alle ein. Damit ich nicht alles selber übersetzen muss, dann, ja, tut's mir leid. Wenn ihr kein Englisch könnt, dann müsst ihr jetzt leider ein bisschen lesen. Es gibt hier nämlich einen Erzähler, und dieser Erzähler reagiert auf alles, was wir hier so ein bisschen, was wir hier so machen. Und ja, das Spiel verändert sich teilweise in sehr kuriose Richtungen, je nachdem, welche Entscheidungen man trifft. Das zeige ich euch jetzt gleich. Ja, wie gesagt, lasst es einfach mal auf euch wirken. Wie gesagt, es ist so ein bisschen psychologisch, philosophisch auch angehaucht. Mal gucken, vielleicht gefällt es euch ja so gut wie mir. Wir beginnen, und ich halte jetzt die Fresse während der Eingangssequenz.
beziehungsweise kommt jetzt erstmal der Ladescreen, der uns bereits sagt, the end is never the end. It's never the end, 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 it's never the end. Und so weiter. Das Ende ist also niemals das Ende. Ja, also das Spiel ist auch endlos, man kann hier theoretisch unendlich oft durchgehen. Und nehmen wir, ich glaube, es gibt ein paar Endings, die das Ganze dann wirklich zu einem Abschluss bringen. Na egal. Ist schon eine Weile her, dass ich gespielt habe. Aber wie gesagt, vielleicht schneide ich auch einfach mal an der Stelle und setze dann in der Sequenz ein. Ja, ich glaube, das mache ich. Wir sehen uns gleich. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day, of every month, of every year. And although others might have considered it soul-ending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ja, und da sind wir mitten im Spiel. Ich sollte das Büro verlassen, denn hier geht die Geschichte los. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ja, also es ist jetzt so, wir befinden uns jetzt in Stanleys Büro. Ihr habt die Hintergrundgeschichte mitbekommen. Stanley hat also sein ganzes Leben bisher damit verbracht, auf einen Monitor zu starren und immer genau die Taste zu drücken, die ihm angezeigt wurde, bis das eines Tages aufhörte und er sein Büro verließ. Hier ist überhaupt niemand mehr. Verwaiste Kaffeetassen. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Und ihr hört schon im Hintergrund, wir haben einen Erzähler, einen ausgezeichneten Erzähler, der alles kommentiert, was wir hier so machen. Und was jetzt noch aussieht wie ein normales Büro. Hier ist noch ein Bildschirm, oh, da lädt gerade was. Verbleibende Downloadzeit 18 Tage. Ach ja, das kenne ich noch damals, als ich Mittelerde runtergeladen habe. Ja, aber so ist das Internet eben hier in Ostdeutschland. ja, also die Geschichte hier, wie gesagt, sie verändert sich ein bisschen mit unseren Taten. Es gibt zum Beispiel ein eigenes Ende dieser Geschichte. Also es gibt verschiedene Enden zu dem, was wir hier tun können. Es gibt zum Beispiel ein Ende, was kommt, wenn wir hier einfach eine Weile im Büro stehen bleiben. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich gehe jetzt mal raus, damit wir hier was machen. Und ich werde jetzt ein paar Videos dazu aufnehmen. Die werden nicht so lang sein wie die bisherigen. Also keine 30 Minuten. Und ich zeige euch einfach mal, wie sich das hier alles so entwickeln kann, je nachdem, was man tut. Und hier ist auch immer noch niemand. Ein, zwei Computer sind noch an. Be my Valentine. Ne? Vielleicht ist gerade Valentinstag gewesen. Oh, hier drüben, da steht ein Kopierer mitten im Raum. Da ist eine Tür offen. Hat sich wahrscheinlich einer ein paar Abzüge von seinem Hintern gemacht. Na, hier kann ich aber auch nicht rein. Die Türen sind alle zu. Ja, keiner da. Überhaupt gar niemand. Man sieht auch nichts hier drin. Ich meine, ich weiß natürlich jetzt schon, was hier passiert, aber ich gucke mir das trotzdem so an, als ob ich es nicht wissen würde. Kein Mensch da, ganz allein auf der Welt.
In diesem Büro. Oh, eine Leiter. Geht es da etwa nach oben? Sind die ganzen Kollegen hier etwa abgehauen? Oh nein, man kommt auch hier nicht rein. Sieht wirklich aus wie ein Labyrinth, oder? Oh, hier noch ein... Drei Stühle? Sieht ein bisschen selbsthilfegruppenmäßig aus. Und wer bitte stellt seine Tasse mitten auf dem Stuhl ab? Meine Fresse. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Und da geht der Spaß schon los. Ja, der Erzähler gibt uns nämlich in diesem Spiel immer wieder Anweisungen und genau das ist so ein bisschen das zentrale philosophische Thema dieses Spiels. Gehorchen. Ne, Stanley hat sein Leben damit zugebracht, immer Tasten zu drücken, die auf einem Bildschirm angezeigt wurden. Und ja, jetzt kommt er halt hierher und der Erzähler sagt uns, dass wir hierher gehen sollen. Und wir haben jetzt auf einmal einen freien Willen. Wir können uns entscheiden, ob wir wirklich links durchgehen wollen oder rechts. Für dieses Video würde ich sagen, ich zeige euch erstmal, was passiert, wenn man einfach alles tut, was der Erzähler einem sagt. Und ich gehe links lang. In den kommenden Videos werden wir dann natürlich davon ein bisschen abweichen. Aber ich kann jetzt schon mal versprechen, es ist schon was Besonderes, das Spiel. Also das kann hier richtig abgefahren werden. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ja, und hier sieht man auch schon, es gibt jede Menge Sachen zum Angucken. Die auch teilweise recht witzig sind, auch so ein bisschen Seitenhiebe auf das moderne Büroleben. Also Montag, Weekly Targets, was? Administration wahrscheinlich, Marketing Mondays, Private Time, Gruppenarbeit oder was? Office Party, yeah! Also Freitag ist Office Party oder was? Gruppenplanung. What to do about 432? Also die Arbeiter hier haben auch Nummern, wahrscheinlich keine Namen. Ihr könnt ja das Video stoppen, wenn ihr euch das alles noch ein bisschen genauer anguckt. Ich habe dafür jetzt leider nicht ganz so viel Zeit. Ziele. Push Funding for Research and Development of New Coffee Machine. Also Ziele der Forschungs- und Entwicklungsabteilung neue Kaffeemaschine spendieren, dafür Geld zusammenkriegen. Chris aus dem Broom Closet rausholen. Ja, das ist auch noch lustig. Das zeige ich euch auch noch. Das Broom Closet kann man auch benutzen. Das, ja. Ja. Standardisierte Graphen sind nicht effizient. Irgendjemanden anheuern, der Papiere synergiert, was auch immer das sein soll. Die Papiere sind zu synergiert, den Papiertypen feuern. Irgendjemanden anheuern, der den Papiersynergietypen feuert. Wer hat meinen Tisch bewegt? Ja. die heute nicht abgeschlossene Agenda abschließen und die Agenda des nächsten Tages aufschreiben und das Ganze wiederholen. Ah, ja, auch noch ein bisschen was. Was wollen Leute? Leute wollen Dinge. Was? Happy Feelings, ja. James, you are fired. James hat natürlich geschrieben, dass Leute sich glücklich fühlen wollen. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Leute wollen Dinge, Leute wollen Geld, Leute wollen noch viel mehr Geld. Leute wollen Dinge, aber sie brauchen Geld, um diese Dinge zu kaufen. Und um mehr Dinge zu kaufen. Leute wollen Graphen. Also, das perfekte Produkt sind Graphen über Dinge und Geld. Natürlich, das ist das neue Erfolgsprodukt, würde ich sofort kaufen. Graphen über Dinge und Geld. Guck hier, da ist ein Graph, ein sogenanntes Tortendiagramm. Ist eigentlich kein Graph, ne? Der Graph ist eine Linie in so einem Koordinatensystem. Ja, der Aktienmarkt ist irgendwo hier. Das ist ein ausgemaltes Segment. Das ist ein gestreiftes Segment. In dem einen Segment steht Pi. Was ist heiß? Was? Target Demographic Teenagers. Also die Zielgruppe Teenager, was finden die heiß? Profite, 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 Profite und Propheten. Ja. Ja, hier einfach ein Post-it mit einem Fragezeichen. Das Telefonbuch, ja, es ergibt alles sehr viel Sinn, was hier so dran steht. Wir brauchen Reviews.
402 und 405 wollen den Todessport loswerden. Hä? Was? Aber ich denke, das ist eine dumme Idee. Wir brauchen mehr Wasserfarben. Wir brauchen mehr... Was? Water Cooler Heaters? Also mehr, was? Mehr Heizer für den Wasserkühler, was? Die Charts, also hier, die Flipcharts müssen hipper sein. Throw something in the Ideas Bin. Ja, werf irgendwas in den Ideenmülleimer. Das ist so eine nette Firma hier. Alles kann ich gar nicht erkennen hier bei dem Gekritzel. Ja, die Boss Appreciation Minute. Ja, nimm dir doch einfach mal eine Minute, um deinen Boss zu appreciaten, also um deinen Boss wert zu schätzen. Interpersonelle Konflikte lösen, falls du dich jemals in einem Konflikt befindest. Zum Beispiel, ach, es geht so schnell. Ihr könnt es ja anhalten und selber lesen, wenn ihr wollt. Oder wenn nicht, guck mal, ob ich es vielleicht in einer anderen Folge mal alles lese. Ja, Tipps für nicht gefeuert werden, weniger reden, unglaubliche Arbeit leisten. Okay. Ja, und da geht's schon los. Der Erzähler wird gelangweilt und sagt, ja, ihr habt's selber gelesen. Stanley denkt, dass ich hier wirklich jedes Detail beschreibe. Ja, also nochmal Tipps, um nicht gefeuert zu werden, nicht reden, stattdessen unglaublich viel und unglaublich, unglaublich tolle Arbeit leisten, aber dabei... Stanley walked upstairs to his boss's office. Natürlich, ich gehe nach oben. Und man soll unglaublich viel und unglaublich tolle Arbeit leisten, allerdings dabei nicht erwarten, dass man dafür mehr bezahlt bekommt oder befördert wird, dann wird man nicht gefeuert. Das ist natürlich, das sollte jeder Angestellte drauf haben. Im Ernst, ist genauso in der echten Welt. So, wow, das ist mein Büro. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Okay, alles klar. Eine supergeheime PIN-Nummer, die 2845 heißt. Aber woher soll ich die wissen? Die ist doch super geheim. Steht sie vielleicht hier irgendwo? Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Natürlich, natürlich. Woher soll ich das auch wissen? Aber ich bin natürlich nicht bescheuert. Die Kombination ist natürlich 1234. Oder 1324. 2845. 0815? Stanley simply began entering random codes into the keypad. Knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would ever result in a correct combination. If he forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Okay, alles klar. Also wenn wir hier zu oft die falsche Kombination eingeben, dann geht die Story auch einfach so weiter. Aber ich will viel lieber Klavier spielen. Kann ich Klavier spielen? Weiß gar nicht mehr. Nee, geht nicht. Ja, okay. So, dann kommen wir jetzt in den super geheimen Bereich dieser Firma. Und er befindet sich hinter diesem Lüftungsschacht. Nicht. Nein, wir müssen natürlich hier runter. Ich weiß immer gar nicht, also ja, ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel rede. Weil wie gesagt, der Erzähler hier ist, finde ich, definitiv das Beste an dem Spiel. Ja, die Art und Weise, wie der das hier alles kommentiert, das ist echt... Naja, mal gucken. Also jetzt, das ist wie gesagt jetzt der Weg, den man geht, wenn man wirklich alles macht, was der Erzähler sagt, abgesehen davon, den richtigen Code in das Pad da einzugeben. Und ich hoffe, dass ich euch damit genug anfixen kann, damit ihr dann auch in Zukunft wieder einschaltet in den nächsten Folgen.
Ja, dann werden wir nämlich ein bisschen abweichen, dem Erzähler widersprechen und sehen, Stanley realized he felt a bit peculiar. Was hier passieren kann. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Nein, wir werden bald schon eine Antwort bekommen. Ja, wie gesagt, es kann zwar hier alles sehr verrückt werden, aber ehrlich gesagt, ja, also auch der Weg, wenn man einfach alles macht, was einem gesagt wird, wird schon ziemlich verrückt, denn hier gibt es eine Gedankenkontrolleinrichtung. Geil, oder? Ich hau ab. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. But of course, Stanley thought better of it. Still on board with death. Simply had too much to live for. Ja gut, okay. Also einen brutalen Tod will ich nicht sterben. Dann gehe ich jetzt einfach mal. Ich mach das, was mir gesagt wird. Das habe ich all die Jahre gemacht. Ich bin damit gut gefahren. Ja. Ja, scheinbar. Hier ist nichts weiter. Oh. Da ein Knopf, dann drücken wir den mal. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Das ist einfach der perfekte Gamerraum. Ey, du kannst dich hier irgendwo mit dem Sessel hinsetzen, kannst Spiel anfangen, egal wo du hinguckst, das Spiel ist immer da. So viele Monitore, wow. Ich frage mich, was für Netflix-Serien man hier angucken kann. Alle gleichzeitig. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Nein! Mein ganzes Leben ist eine Lüge! Alter! Ja. Alle wurden überwacht. Und nicht nur das, unsere Gedanken wurden uns gestohlen. Unsere Persönlichkeit wurde uns genommen, wir wurden auf Zahlen reduziert. Wie soll ich denn mit dem Wissen jetzt weiterleben? Am besten, indem ich auf diesen Knopf drücke, glaube ich. Ich glaube, dieser Knopf wird mich wieder glücklich machen. Facility. It was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Achtet mal da oben auf diesen Steg, der, auf den ich jetzt genau in der Mitte des Bildschirms schaue. Der kann auch noch eine Rolle spielen, wenn man sich anders entscheidet. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. Ich akzeptiere das nicht. In someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Ja, ich werde es beenden. Eure finsteren Machenschaften. Ihr werdet niemanden mehr kontrollieren, am allerwenigsten mich. System Power. Das Werkzeug, um alles zu beenden. Ich glaube, ich habe gerade die Welt abgeschaltet. Hallo? Ist noch jemand da? Hier ist alles dunkel und ich habe Angst. Hallo? Blackness and a rising chill of uncertainty.
Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Yeah! Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. Ich bin frei! Even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was, perhaps, the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Freiheit! Endlich Freiheit! Nach Jahren der Unterdrückung und Gedankenkontrolle gehört mein Leben endlich mir. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Ja. Ja, ich bin wirklich glücklich. Ich bin glücklich. Endlich frei. Endlich nie wieder Tasten von irgendeinem Monitor drücken. Aber stattdessen auf Ladebildschirme schauen. War es das wirklich wert, Tasten drücken gegen Ladebildschirme anschauen einzutauschen? Aber da waren doch gerade Bäume und Natur und ich war doch frei. Jetzt lad schon, verdammt! Ja, okay, also offensichtlich bin ich nicht frei. Wir sind wieder im Büro. Tja, und das soll es auch schon gewesen sein für die erste Folge von The Stanley Parable. Also ja, ich hoffe, wie gesagt, dass ihr das Spiel noch nicht kennt und dass ich euch ein kleines bisschen Vergnügen mit meinem Schmierentheater bereitet habe. Wie gesagt, wir werden jetzt in den nächsten Folgen mal schauen, was passiert, wenn wir uns jetzt quasi dem Willen des Erzählers widersetzen. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Also wie gesagt, ne, es tut mir nochmal leid. Ich kann halt auch nichts wirklich dafür. Ist halt scheiße, mein Laptop ist kaputt. Die nächsten Wochen leider erstmal keine Let's Plays, so wie bisher bekannt. Sondern stattdessen werde ich jetzt einfach versuchen, ab und zu ein paar Videos hier zu hochzuladen. Oder vielleicht suche ich mir auch nochmal ein anderes Spiel. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht mal unbedingt schaffen, jeden Tag ein Video hochzuladen, weil ich habe auch gerade so jetzt neben dieser Laptop-Reparaturgeschichte sau viel um die Ohren. Stanley stood for a long time in one spot. Ja, danke. Ich bin hier der Erzähler, verdammt. So far he's doing excellent. And if he just stays right where he is, I'm sure he'll keep up that good momentum. Let's observe the genius at work. Oh mein Gott, ich drück jetzt Escape. So, pausiert. Alles klar. So kann man den Erzähler also Einhalt gebieten. Gut. Ja, wie gesagt, ne, also seid mir nicht böse. Bitte bleibt dem Kanal trotzdem treu. Es kommen definitiv wieder Folgen zu Monster Hunter, Persona 5 und anderen ganz tollen Projekten. Jetzt versuche ich erstmal so oft wie ich kann Videos zu The Stanley Parable hochzuladen, weil das jetzt einfach momentan, also ja, zugegeben, es ist halt wirklich eine Notlösung. Es ist eines der wenigen Spiele, die ich jetzt kenne und auf die Schnelle beschaffen konnte, runterladen konnte, die hier auf diesem Ersatz-Laptop laufen. Ich hoffe, es macht doch ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Mal gucken, wann die kommt. Ich versuche die jetzt hier so schnell wie möglich hochzuladen, damit ihr Bescheid wisst, weil das würde mir dann auch ein schlechtes Gewissen machen. Also wenn jetzt keine Videos kämen und ihr wisst gar nicht, was los ist, ne? Gut. Alles klar. Ich freue mich jetzt wieder über jede Bewertung, das wisst ihr, und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein!